Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Two Point Campus. So, Party läuft und wir sind weiter auf dem Weg zu den drei Sternen. Wir müssen auf jeden Fall noch persönliche Ziele erfüllen und wir brauchen noch ganz viel anderes. So, persönliche Ziele sind ja immer die mit diesem Zielkreis. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier nochmal eine SZ-Party machen. Ganz wichtig. So. Und hier, Wissenschaftslabor. Wir brauchen ein Wissenschaftslabor der Stufe 7. Okay, wir gehen mal zu Zimmer. Was hat das jetzt? Stufe 5. Aber wir haben noch eins, ne? Ist das egal, welches wir machen? Ich meine, die sind beide gleich groß. Komm, ich bearbeite das mal. Wir gucken mal, ob wir es Stufe 7 hinbekommen. Was wir auf jeden Fall noch machen können, sind hier so eine... Ne, wobei, da habe ich schon zwei. Was brauchen wir denn noch? Was haben wir noch nicht? Die beiden Tische haben wir. Regal haben wir. Wir könnten auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen was an die Wände kleistern. Allerdings ist die Frage, ob... Das reicht für Stufe 7. So. Ja. Okay, ich glaube nicht, dass die Poster reichen werden, um das hier auf Stufe 7 zu bekommen. Aber wir müssen es zumindest probieren. So, 6 haben wir. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Wissenschaftseinheit plus 2 Lernvermögen. Okay, 16.000. Wobei, wir können es uns jetzt echt leisten, ne? Wir haben jetzt 312.000. Also ich glaube, mit der Kohle kommen wir mittlerweile richtig gut klar. Plus 5 Lernvermögen. Die Frage ist natürlich, wie groß ist das? 85 Kudos. Kostet weniger als die beiden. Bringt aber mehr Lernvermögen. Wieso kostet das denn weniger Kudos? Froschregen, ja, ist mir egal. Oh shit, ist das groß. So, das würde aber hier noch hinpassen, ne? So, Stufe 7. Okay. Stufe 7, mehr brauchen wir doch nicht, ne? Okay, das machen wir. Und das machen wir auch. Gut, wir haben jetzt 8 Dinge erreicht. Wir müssen noch so viel machen. Holy shit. So, Hygienebewertung. Diesmal statt 70 sogar 75%. Brauchen wir mehr Hausmeister? Brauchen wir mehr Mülleimer? Was brauchen wir dafür? Ich meine, wir könnten es uns jetzt tatsächlich leisten, noch ein paar Hauseimer einzustellen. Hausmeister einzustellen. So, und ich würde gerne mit Instandhaltung, weil ich glaube, Instandhaltung ist auch nicht unwichtig. So, hier. Du kannst noch dich schneller bewegen. Wieso kostet der genauso viel wie der? Aber der hat noch Aerodynamik und der hat nichts. Startet jeden Tag mit einer Dose Burp. Ja, ganz toll. Interessiert mich doch nicht. So, kriegt ständig... Komm, wir machen mal hier. Ich hoffe, das reicht hier mal, um die Hygiene ein bisschen hochzubekommen. Ja. So. Bilanz? Nee, ich brauche hier noch mehr von denen hier. Persönliche Ziele brauche ich. So, wir sind bei B+. Ansonsten ist die Frage, ich meine, tatsächlich irgendwas noch bauen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Wir haben, glaube ich, von jedem genug. Was wir nochmal gucken können, ist, wie es überhaupt aussieht. Zufriedenheit. Okay, Zufriedenheit ist aber auch nur so geht so, ne? Müssen wir gleich mal gucken, wie wir noch Zufriedenheit hochbekommen. Energie ist auch nur so geht so, ne? Aber wir haben Powernapping, wir haben so viel. Essen. Sieht ganz gut aus.
So, Getränke sollten eigentlich auch passen, ja. Toiletten sollten auch passen. Da haben wir mehr als genug. Oder was war das? WC-Bedarf. Häufige Fragen. Die Frage ist, warum... Warum leuchten die rot? Heißt das, dass die... Wahrscheinlich, weil die den WC-Bedarf erhöhen, ne? Gehe ich mal von aus. Getränke und Essensstation. Ne? Das bedeutet, man muss auch mal Pipi und Kaka. Und deswegen wahrscheinlich. So, Gesundheit. Ah, jetzt verstehe ich. Die Bar leuchtet, weil da wird Alkohol ausgeschenkt. Und das heißt, das ist nicht gut für die Gesundheit. Unterhaltung. Ja, ist okay. Und Bewertungsnoten. Und was haben wir hier noch? Attraktivität. Könnten wir hier nochmal ein bisschen ausbauen? Zimmerprestige ist super bei uns. Also, wir müssen noch ein bisschen Attraktivität machen. Wir müssen noch ein bisschen... was brauchten wir noch? Essen, glaube ich, ne? Ja. Ein bisschen Attraktivität, ein bisschen Essen und Energie war, glaube ich, auch nicht so. Ja, Energie. Was ist denn noch für Energie? Außer das hier, glaube ich, ne? Was bringt Energie? Attraktivität können wir nochmal erhöhen. Zum Beispiel mit so einer schönen Liebestrompete. So. Energie. Ich glaube, diese Nipping-Dinger, ne? Genau, die bringen noch mehr Energie. Energie, Energie. Was haben wir denn hier noch nicht? Das bringt Gesundheit runter. Gesundheit und WC-Bedarf runter. Okay, das bringt irgendwie hier gar nichts. Ist noch irgendwas, was hier Energie braucht? Unterhaltung. Unterhaltung. Okay. Wir brauchen was für Energie. Das heißt, wir brauchen hier irgendwas, wo die Leute noch pennen können. Das heißt, sowas hier zum Beispiel. Machen wir nochmal. Dann haben wir hier nochmal so ein Teil. Das würde ich aber auch nochmal nach draußen packen. So, und das ist Attraktivität und das hier war, glaube ich, noch Energie, ne? Ja. Guck mal, wie die hier anstehen. Komm mal, ihr kriegt noch mal ein bisschen mehr hier. Ah, 10.000, echt. Komm, scheiß drauf. Wir haben Kohle genug. So. Das sollte ja auf jeden Fall die Energie hochbringen. So, was haben wir denn hier? Shit, wir haben nicht... Wie viel Kudos habe ich denn? Okay, wir haben auch nichts freigeschaltet, ne? Wir brauchen mehr Kudos. Wir brauchen dringend mehr Kudos. So, Mikroskop. Ah, habe ich auch nicht genug Kudos. Wir brauchen dringend mehr Kudos. So, das machen wir. Stammbaum. 15 Kudos können wir machen. Muss das... Ach, das muss an die Wand? Oder sehe ich das richtig? Hä? Wo muss denn das hin? Ach so, einfach hier irgendwo. Komm, dann machen wir auch gleich ein paar mehr. So. Und hier. Gut. So, Wunsch nach Komödie. Event machen wir. Bitteschön. Und... Alles klar, das nehmen wir natürlich auch, weil es gibt Kohle. So, das können wir im Moment nicht machen. Und das auch nicht, weil wir nicht genug Kudos haben. Wir können ja mal gucken. Was brauchen wir hier? Nachhilfe. Okay, wir müssten noch 17 Studenten Nachhilfe geben. Das läuft von alleine. Wir brauchen noch... Oh, wir brauchen noch einen Bücherwurm. Da gucken wir gleich mal. Gewinne folgende Auszeichnung 10-mal. Campus des Jahres. Haben wir 7-mal. Aber das wird wahrscheinlich eher eine langfristigere Geschichte.
So, hier sind Events. Lass da 100 Gastronomiestudenten aufsteigen. Haben wir gerade nicht mal die Hälfte. Okay, das ist alles nichts, wo wir... Oh, guck mal hier. Wir brauchen doch nur noch 2 Studenten im Powernapping Club. Gut. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo einen Wurm fangen können. Lass mal ein bisschen aufpassen. Ja, danke. Wurm, wo bist du? Zeige dich, Wurm. Oh. Scheiße, kein Wurm. Ich brauche einen Wurm. Oh, alles klar. So, warte mal. Wir brauchten auch Promi-Koch-Duell. Können wir das jetzt freischalten? Wir mussten ja hier noch auf Stufe 5 machen. Nee, uns fehlen immer noch 10 Punkte. Verdammt. So, wo ist ein Wurm? Würmchen, zeige dich. Hier ist aber im Moment gar kein Wurm drin. Verdammt. Immer wenn man die braucht. Na gut, wir müssen mal gucken. Irgendwie kriegen wir die sicherlich noch hin. Mikroskop. Nee, das war ja noch nicht machbar. Nee. So, wir brauchen immer noch 9 von diesen Dingern. Wir haben Note A. Holy shit. Unseren Studenten geht's mal richtig gut hier. So, schließe 3 Aufgaben ab. Ja. Kann ich aber im Moment noch nicht. Was mir immer noch am meisten Sorgen macht, ist Hygiene. Warum geht die Hygiene nicht hoch? Ich meine, wir müssen mittlerweile mehr als genug Hausmeister haben. Was willst du? Was ist dieses Zeichen? Äh, 41, 40. Ist das, was du willst? Okay, das auf jeden Fall. Ach, das ist das Mikroskop, ne? Das heißt, wir haben noch 34 Sekunden. Wenn wir das nicht erfüllen, dann ist die Aufgabe wieder weg. Ich verstehe. Ach ja, so, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kudosch. Und wir brauchen immer noch einen Wurm. Ist hier irgendwo einer zu sehen? Ich weiß ja nicht, in welchem Zeitraum die immer erscheinen. Also, ob die einmal die pro Minute kommen oder öfter oder weniger. So, ich mach mal ein bisschen hier. Wobei, wenn ich vorspule, ist die Frage, ob es schwieriger wird, einen Wurm zu fangen. Na egal. Ich spule mal ein bisschen vor. Wir müssen das hier ein bisschen vorantreiben. So, wir haben 5 Kudosch und 2000, danke. Es reicht aber immer noch nicht, die Kudosch. So, das haben wir erledigt. Hä? Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann... Wieso haben wir jetzt plötzlich 20 Ziele erreicht? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Egal. Mir soll's recht sein. Mir soll's auf jeden Fall recht sein. So, hier war wieder eine Party im Gange. Kann ich nicht... Murmelpendel. 30 Kudosch. Kostet 25.000. Holy shit. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Ihr seid doch nicht ganz dicht. So, 150 Kudosch, 30 Kudosch. Ja, 30 machen wir mal. Passt das hier noch hin? So, bitte einmal benutzen. Hallo? Hier. Drück mal hier drauf. Normalerweise müssten die Leute doch hier mit solchen neuen Sachen hier sich drauf stürzen, um das auszuprobieren. Aber es interessiert kein Schwein. Das kennt ihr doch alle schon. Hier. Neu. Okay. Mikroskop, ja, ich weiß. Ich kann es mir doch nicht aus den Rippen schneiden.
okay. Es scheint tatsächlich keiner, das, dieses Teil hier benutzen zu wollen. Aber es hat sich doch jemand das gewünscht. Ne, das ist wie bei den Kindern. Die wünschen sich was zu Weihnachten, dann kriegen sie es, spielen da 3 Minuten mit und dann liegt es nur noch in der Ecke. So, Poster Atom. 10 Kudosch. Ja, machen wir. So, bitteschön. Bericht, danke. Und Event machen wir natürlich auch immer. Nicht genug Zeit, alles klar. Dann halt nächstes Jahr. Was ist mit der Hygiene? Ich muss tatsächlich nochmal gucken. Womit kriegen wir noch die Hygiene hoch? Mit sowas wahrscheinlich nicht, ne? Hygiene, Hygiene, Hygiene. Attraktivität, Attraktivität. Oh, Münztelefon. Finde ich eigentlich auch nice. Aber dafür will ich die Kudosch jetzt nicht verwenden. Womit kriegen wir noch Hygiene hoch? Warte mal, kann ich hier vielleicht suchen nach Hygiene? Ups. 79%. Wir haben uns um, ich glaube, 2% gesteigert. Ja, okay. So, und 10 Kudosch. Ich brauche aber von diesen anderen, damit ich auf Stufe 5 machen kann. 5 ist schon mal gut. 81% haben wir uns, glaube ich, auch leicht gesteigert. Alles klar. So. Hygiene, Hygiene. Wie kriege ich Hygiene? Von den Desinfektionsspendern haben wir mehr als genug. Das bringt uns nicht weiter. Da kann ich jetzt nochmal 1000 platzieren, aber... So, Bilder werden mit Sicherheit keine Hygiene bringen. Wie sieht es denn aus mit Pflanzen? Die bringen aber auch keine Hygiene. Also es scheint tatsächlich das Einzige, was Hygiene bringt, sind Hausmeister. Und hier Desinfektionsspender, ne? Hygiene. Mülleimer bringen nicht mal Hygiene? Okay. Wo ist denn jetzt Hygiene? Haben wir das geschafft? Ah ne, doch nicht. Aber okay, es geht hoch. Es geht hoch. Gut. So, und wir müssen, oh Gott. Wir müssen noch eine herzhafte Küche bauen. Wir müssen noch hier. Ja. So, wir haben aber 400. Oh, guck dir das an. Wir haben richtig Kohle. Das bedeutet, wir können hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufrüsten. Ach, shit. Warte mal. Liegt das daran, dass hier Sachen sind oder liegt das an der Mauer? Ich probiere es mal aus. Das heißt, ich werde die mal ein bisschen versetzen. So. Denn du, ihr kommst mal hier hin. Nee, halt. So. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Okay. Kann ich jetzt hier anbauen? Nee, kann ich immer noch nicht. Ich müsste erstmal den ganzen Raum irgendwie verschieben, damit... So, warte mal. Das heißt, wir machen... Wir nehmen diesen Raum mal auf und packen den hier hin. Okay. So. Und die... Was? Ungültige? Wieso? Wieso habe ich jetzt hier ungültige... Okay, warte, ich sehe schon. Nein. Wieso sind die jetzt ungültig? Oh, na, was ist hier ungültig? Es wird mir aber auch nicht angezeigt, ne? Ah, ich hasse es. Warum wird mir hier nicht angezeigt, was hier ungültig ist?
Scheiß drauf. Ja. So. Und dann muss ich nämlich dieses Teil hier einmal aufnehmen. Nee, halt. Das wollte ich doch nicht. Hallo? Ich wollte das... Nein. So, nochmal. Aufnehmen. Dann machen wir das einmal hier hin. Ja, von mir aus ist mir egal. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da ungültig ist, aber das ist mir jetzt auch egal. So, geht das jetzt? Ja, jetzt geht's. Okay. So. Oh, warte. Bumm! Jawohl! Warte mal, wieso? Wieso ging das jetzt gerade nicht? Okay, es geht doch nicht. Oder muss ich... Ah, ich glaube, ich weiß schon. Ich weiß schon, oder? Gebäude bearbeiten. Alles klar. Jetzt gehe ich, verstehe. Ich hätte das gar nicht verschieben müssen. So, und so. Alles klar. So wird doch ein Schuh draus. So, dann müssen wir natürlich gleich die Räume versetzen. Aber das sollte kein Problem sein. Okay, das heißt, wir brauchen noch eine Küche im Vorlesungssaal, noch zwei Dozenten, drei Dozenten. So, das heißt einmal verschieben. Und ich hoffe, jetzt ist nicht schon wieder irgendwas ungültig. Was hat der jetzt für eine Prestige? 9. Holy shit. So, und... Ich lasse das erstmal so. Das können wir so lassen. Also, wir machen nochmal herzhafte Küche. Das war herzhafte Küche, ne? Wir haben das schon zweimal und das reicht nicht. Zimmerprestige 3. Und hier haben wir 4. Das heißt, wir kopieren uns den einmal. Und machen den... Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir könnten den hier noch hinmachen, ne? So, das heißt, der muss einmal weg. Du kommst hier hin. Und... Nee, du nicht, sondern du. Es war ein sommerlicher Sommer. Nein. So. Gerade den Katzendieb von Smoggy überlistet. Kopieren. Als eine unheilverheißende Einladung zur Tiefe. Nein. Ich will das ganze Gebäude, nicht nur den Superchef. So, jetzt aber. So, kopieren und... Dann machen wir den einmal. So, Fehler beheben. Ah, okay. Was ich allerdings da auch wieder nicht verstehe, wir kopieren ja den Raum. Der müsste ja 1 zu 1 genauso funktionieren wie in dem anderen Raum. So, wir haben Stufe 4. Können wir denn hier noch ein bisschen was... Ja, wir können hier noch ein bisschen was erhöhen. So, wir kleistern hier einfach die ganzen Wände zu. Easy going. Und sieht zwar nicht so super schön aus, aber... Der Zweck heiligt die Mittel. So, Gewürzregal sieht auch nice, aber ich muss mit den Kudosch aufpassen. So, kriege ich das irgendwie noch auf Stufe 6? Haben wir das schon? Stufe 6! Alright. So, dann brauchen wir nochmal einen Vorlesungssaal. Die Frage ist, ob wir die auch mal ein bisschen größer machen. Und auch da mal ein bisschen das Prestige ausbauen, weil wir haben immer nur 3. Ja, komm. Wir machen mal ein bisschen größeren Vorlesungssaal. Weil Platz haben wir ja jetzt. Den bauen wir... Wo bauen wir den hin? Wo bauen wir den hin? Ich würde sagen, hier.
So. Und dann machen wir den nämlich mal so. 4x4 müsste der sein. Wir bauen ihn mal. So. Du kommst dahin. Okay, so, Tür ist hier. Und dann gucken wir mal, wie weit wir den hochleveln können. Mehr als 3 auf jeden Fall. So. Whiteboard natürlich, ganz wichtig. Ihr bekommt auch mal ein schönes Fenster, komm. Geht nicht? Doch, geht. Ungültig? Ungültig, oder? Bin mir nicht sicher. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben einfach zu wenig Kudosch. Oh, warte mal. Nein, Zimmer will ich nicht abbrechen. Genau, wir haben den dritten Wurm gefangen, aber sonst noch nichts. Das sind nur 50 Kudosch. Hilft uns leider nicht so viel weiter. So. Das heißt, wir machen mal hier alles an die Wand, was es an die Wand zu geben gibt. So. Dann hier. Und natürlich auch ein bisschen was auf der anderen Seite. So. Okay, wir haben Stufe 6. Das sollte auf jeden Fall reichen. Gut. So, wir brauchen noch 2 Forschologie-Dozenten. Das heißt einmal du. Und alle gleich, ne? Dann machen wir Toilettenkomfort sinkt schneller. Auch schneller. Kriegt ständig Hunger. Oh Gott. Doll sind die alle nicht. So, such dir einen Job. Und wir brauchen noch einen Gastronomiedozenten. So, warum ist Faye so viel teurer als Thomas? Keine Ahnung. Weil, ich sag mal, Faye hat ja nun nicht irgendwelche extra Attribute hier. So, kommen wir nehmen Thomas. Wobei, warte mal. Kriegt ständig Durst. Nee, das ist wieder einer von den teuren. Ich glaube, das spielt keine Rolle, wen wir hier nehmen. So, bitteschön. Achso. Ja, ist er schon wieder um? Gut. Wie sieht's denn aus? Können wir jetzt auf Stufe 5 leveln? Ja, wir können auf Stufe 5 leveln. Und das bedeutet, wir können gleich einen VIP-Kochkurs starten. So. Promi-Kochduell, genau. Bitteschön und bitteschön. So. Let's go. Nicht erfüllte Campus-Anforderungen? Was bedeutet das? Ach, süße Küche! Hä? Aber das Ziel hatten wir doch eben gerade nicht, ne? Egal. So, süße Küche. Einmal kopieren. Und du kommst einmal hier hin. So. So, jetzt können wir aber starten. Alles klar. Sehr schön. Okay, wir haben alles. Wir brauchen nur noch das Promi-Koch-Duell. Dann haben wir alles geschafft. Dann haben wir die 3 Sterne. Alright. So, die Frage ist, wo startet dieses Promi? Power-Napping-Club? Was? Wo startet dieses Event? Es müsste ja wahrscheinlich hier in einer von diesen Küchen sein. Ist nur die Frage, wo. Weil das würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Na gut, wir gucken nochmal hier. Ja, kriegst du. Aufenthaltsraum Party kriegst du natürlich auch. Selbstverständlich. Und natürlich auch eine SZ-Party. Ihr kriegt alle Partys, die ihr haben wollt. Jawohl.
Okay, hier. Crazy Taxi Automat. Es tut mir leid. Nö. Hab ich nicht genug Kudos. So, ist hier irgendwo das Event gestartet? Warte mal, wann startet das denn? Okay. Okay, das startet erst nächsten Monat. Dauert noch ein bisschen. Okay. 346.000. Wir sind richtig gut in der Kohle. Wir sind richtig, richtig gut. So, Inspektion ist im Gange und Promi-Koch-Duell wird auch gleich starten. Wir warten noch mal kurz. Nur noch ein paar Tage, dann haben wir es. Bilanz 40.000 plus. Läuft. So, da ist Party, da ist Party. Aber das ist die SZ-Party, ne? Genau. So. Party geht los. Wo ist Party? Hier, ne? Oder? Oh, ja, ja, mal wieder ein Froschregen. So, Promi-Koch-Duell, das ging aber schnell. Das ging aber sehr schnell. So, haben wir das denn auch gewonnen? Ja, wir haben es gewonnen. Und das bedeutet 3 Sterne für Piazza La Natra. Und wir haben Helium-Ballons. Ne, Helium-Baboons freigeschaltet. So, fortfahren. Du hast es geschafft. Du hast die größte Kochauszeichnung gewonnen, die es in Blue Point County gibt. Gut genug für berühmte Leute. Genieße den süßen Geschmack von dem Erfolg. Oder keine Ahnung, was da stand. So, warte mal. Ich mach mal wieder auf normal. So, das bedeutet, wir haben hier 3 Sterne erreicht. Und können, wenn wir uns diese schöne Komödie nochmal angucken, eigentlich loslegen und zum nächsten Campus gehen. Wir haben hier alles geschafft. Man kann natürlich hier immer noch weiter ausbauen und alles, aber mir ist es eigentlich immer nur wichtig, dass man 3 Sterne bekommt. Okay. So, wo ist denn die Map? Hier ist die Map, ne? Nee. Guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Studenten, Mitarbeiter. Management-Ansicht. Alles klar. Karte. Wo ist die Karte? Karte. Wo war die denn nochmal? Zeitachse? Personal, Campusverwaltung. Kredite, Campusübersicht. Nein. Ich habe vergessen, wo die Karte ist. Das ist sie nicht. Ziele ver... Oh, warte mal. Wir haben hier wieder was Neues. Dankeschön. Okay, das war's. Wo war denn die Karte? Ist ja auch egal. Ich werde es auf jeden Fall rausfinden. Und wir werden beim nächsten Mal den nächsten Campus freischalten und starten. Und ich bin gespannt, was es da für schicke Lehrgänge gibt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, euch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.